So, dann machen wir weiter. Stell dir mal die Anzahl bei Gronkh vor. Das wäre Party, also richtig mit den ganzen Verloren. Ja. Ja, der kann ja schon Festival machen mit den Leuten. Der kann ja schon Festival machen. Ja, 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 ja. Was? Hallo, ich will da hin. Wie komme ich denn da rein? Kann ich mich nicht da rein teleportieren? Ah, ne, geht nicht. Schade. Ich dachte, das würde gehen. So, erstmal essen. Erstmal ihm das Brot wegfressen. Wegschnabulieren. Was guckst du so blöd? Ich glaub's ja wohl. Wo leben wir denn hier? Komme ich da irgendwie drüben rein in die Zelle? Gab's da noch irgendwie einen Eingang, den ich übersehen hatte? Slector wartet schon. Ja, halt doch mal den Schnabel. Unzerstörbare Tür. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal... Angel Rock, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Willkommen zurück, Sweet Standard. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Aha. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink bis zum Letzten. Das ist mein Motto. Spielratte. Ich habe die Fähigkeit noch nicht. Also ich habe es ja noch nie aktualisiert, die Fähigkeit. Deswegen habe ich das nicht. Flasche tragen. Da können wir ein Rad drehen. Wo geht's denn da hin? Machen wir das mal. Mal gucken, wo es hingeht. Dann machen wir uns das mal einfacher. Nein. Fuck. Jetzt muss ich schnell sein. Achso, ich kann ja die Zeit auch verlangsamen, ne? Habe ich ganz vergessen, das habe ich ja jetzt. Machen wir es mal dahin. So, Baupläne. Sammle Baupläne und neue Verbesserungen für Ausrüstungsgegenstände in Pyros Werkstatt beim Hounds Pits Pub freizuschalten. Jawohl. Haben wir das auch wieder? Okay, das haben wir voll, das haben wir voll, das nicht. Hast du mal wieder einen 24-Stunden-Stream geplant? Lasst euch einfach mal überraschen, sage ich einfach mal so. Ja? Lasst euch einfach überraschen, was da noch so kommt. Ne? Weil, so wie es ja aussieht, werden wir ja... gehen wir ja mit ganz großen Schritten auf Folge 3, auf Folge 300, auf Folge 200 zu. Ich bin schon viel weiter. Und wir werden mal sehen, was da so auf uns zukommt. Ja, die PlayStation Plus Spiele sind jetzt nicht so pralle. Also, da hätte ich mir lieber ein Assassin's Creed Black Flag gewünscht. Wie ich es ja eigentlich gedacht hätte. Die Gerüchteküche brodelte ja. Es wäre so geil gewesen. Aber naja, gut, man kann ja nicht alles haben. No smoking. Ich trage ja gar kein Smoking. Verdammt. So. So, dann schauen wir mal. Machen wir die Tür zu. Okay, die Tür ist in uns zugegangen. Ach, wir sind glatt dran vorbeigelaufen. Das ist ja supi. Oder müssen wir mit... Warte mal. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir sind schon richtig. Schauen mal. Ich glaube, wir müssen hier nach unten. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, natürlich. Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Sledgehawk kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür.
Die wäre... Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Mhm. Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Zusammen? Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay. Triff Slackjack in der Distillerie haben wir abgeschlossen. Für Mr. Man Crowley optional dringe in Dr. Galvani. Warte mal, was hatten wir denn da? Direkt hier, da waren wir doch drin gewesen, ne? Dringe in Dr. Galvanis Büro ein, da waren wir doch. Da waren wir doch gewesen, optional. Slackjack für Mr. Man Crowley. Wir waren doch in Galvanos Büro gewesen, ziemlich am Anfang des Spiels. Folge 2 oder 3 war es, glaube ich, gewesen für dich auf YouTube, meine ich zumindest. Du denkst doch noch an die alten Tage mit deinem Stream, wo noch dich 72 Folge war? Wo noch 72 Folge war? Ja, natürlich, also... Ja gut, also jetzt wirklich an alles einzelne mühsam, glaube ich, werde ich mich nicht mehr so erinnern. Aber was meinst du denn, warum ich jetzt immer oder größtenteils im Stream... Hallo? Meine Capture-Karte laufen habe, weil ich werde mir... Ich hatte ja gesagt gehabt, es wird definitiv im November. Also den Monat weiß ich schon, es wird im November, wird es eine Woche Urlaubspause geben. Also bin ich befreit vom Zocken. Und da wird es auch keinen Stream geben an einem kompletten Wochenende. Ja, nicht traurig sein, ich komme ja wieder. Da wird es auf jeden Fall eine Urlaubspause geben, weil ich mich da mit Videos beschäftigen möchte und muss, denn ich möchte gerne eine Zusammenfassung machen von etlichen Streams und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da werde ich nicht an einem Tag fertig sein, weil ich muss mir ja ein paar Sachen angucken. Na? So, bin wieder da. Du kannst ruhig sterben, aber nichts dagegen. Hallöchen, Söckchen, und willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, jetzt kommen wir ja auch an den... Das Knochenartefakt dran. Sehr schön. So. Und wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Denn wir müssen herausfinden, was mit seinem Mann passiert ist. Das ist jetzt erstmal unsere Nebenquest. Die werden wir jetzt erstmal bestreiten. Ja, wieder sterben, aber da ist ja im falschen Game. Er muss wieder Alien Isolation spielen, dann stirbt er wieder. Oder gleich Soma. Werdet ihr ja sehen um 22 Uhr. Ein W ohne Flexi? Mein W hat keinen Sinn mehr. Nein! Verdammt. Ich weiß auch noch nicht. Ich meine, also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass es, ich denke mal, so Mitte bis Ende September eins von den beiden wird sein. Ja? Ich bin kein Kerl, sorry. Was? Was? Verstehe ich nicht. So. Streamqualität ist heute echt wieder Bombe, ne? Ich hatte sogar noch, die Woche hatte ich sogar noch übrigens Internetprobleme gehabt. Ey, da habe ich schon echt gedacht, alter Schwede. Da habe ich sogar noch meinen Internetanbieter angerufen. Und ich hatte eine Leitung hier von 2000 oder nicht, glaube 5000 Kilobit nur gehabt. Ich denke, was ist denn hier los? Ich denke, alter, jetzt muss aber mal ganz schnell anrufen, um mal hier auch für den Stream für Wochenende mal startklar zu sein, ne? Das war, ich glaube, Dienstag war das, glaube ich, gewesen. Und dann hatte ich dann meinen Internetanbieter angerufen, hat gesagt, immer hier, geht nicht, ne? Nix, Leistung mäßig null. Ja, machen wir. Dann habe ich eine SMS, glaube ich, gekriegt. Und da stand drin, ja, wir konnten Ihnen immer noch nicht weiterhelfen. Wir sind aber mit Hochdruck dran am Arbeiten. So, aber momentan läuft die Leitung ja wieder. Keine Ahnung, was da ist. Ich weiß es nicht. Das mal nur so nebenbei. So, bitte am 6.11. Da habe ich Geburtstag. Ja, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, entweder Mitte oder Ende November wird sein. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen Galvanis Büro, das ist da hinten. Ah, genau, das war da. Da waren wir schon gewesen. Was? Wo kommen... Oh, fuck, wo kommen die her? Scheiße. Ciao. Spring da hoch. Oder macht's einen Elfen?
Da habe ich dann Geburtstag. könnt ihr euch mal entscheiden. Ihr werdet ja sehen, wie gesagt. Ihr könnt das ja auf Twitch dann nachlesen und auf Facebook werde ich es ja dann posten. Jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder da hochkommen. Kannst du mal... Ja, ja, das... Sehr schön. Boah, diese Schattenjäger da, oder was das waren, die haben mich ja total erschrocken. Was alle dann feiern, wenn sie Geburtstag haben, dann mit Flexi zusammen, was? 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 Ich habe schon wieder nichts mitbekommen. So. Aber hier laufen jetzt schon wieder mehr rum, als wie letzten... Geh schlafen, Kumpel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das da drin aussieht. Ob da immer noch die Leichen am... Nein, lass ihn fallen. Ob die Leichen da immer noch da drin liegen? Oder ob wir da... jetzt neu aufräumen müssen. Das interessiert mich ja jetzt mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da nochmal rein müssen. Aber um die Information zu kriegen, müssen wir ja in das geheime Labor. Oder beziehungsweise in das Labor, wo wir gewesen sind, mit dieser Geheimtür. In diesem riesen Bücherregal, wo Räder unten drunter sind. Wo man ja nicht weiß, dass das ein Geheimgang ist. Nein. So. Hallo? Geh da drunter. Geh da drunter. Was macht er denn da? Momentan kann der Nightbot nur warnen. Das Bannen, das mache ich selber. Und das Timeouten, aber ich eigentlich meistens gibt es sofort eigentlich mal ein Bannen, also wenn da irgendwie was unklar ist. So, die Leichen, du wolltest doch niemanden um die Ecke bringen. Nein, ich meine die hier gepennt haben. Ich hatte doch schon einige hier zum Schlafen gelegt. Bei Folge, wie gesagt, auf YouTube müsste ja schon Folge 2 oder 3 müsste es gewesen sein, wo wir schon mal hier waren. Ihr erinnert euch, das war vor 2 Wochen, glaube ich, wo wir angefangen hatten. Und da war doch hier diese Putzfrau. Da habe ich doch erst, wie wir dann irgendwann nochmal gespielt haben, habe ich die doch erstochen. Da habe ich doch neu geladen, das Spiel. Davor der falsche Knopf war dann gewesen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob wir hier den Safe auch irgendwie knacken können. Ob wir irgendwo die Kombi rausfinden. Weil die haben wir letztes Mal ja auch nicht gefunden. Vielleicht liegt die Kombination ja jetzt hier heute. Müssen wir mal schauen. So, die schlafen schön. Das nehmen wir alles mit. Geld nehmen wir immer mit. Wie der Typ einfach die Schwerter liegen lässt. Ja. Als ob das nicht auffallen würde, dass jetzt die Schwerter liegen. Unglaublich. So. Es scheint draußen zu regnen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt rausgehe, dann regnet es nicht. Weiß ich ganz genau. Na, da ist ein Buch. Haben wir das letzte Mal schon gelesen? Ich weiß es gar nicht. Ach stimmt, ich hatte ja immer gesagt gehabt, auf YouTube einfach pausieren und dann selber lesen, weil das einfach zu viel Text ist, auch hier vorzulesen im Stream, weil die Leute ja hier auch ein bisschen Spiel sehen möchten und nicht nur Bücher. Wenn sie was lesen möchten, dann lieber in eine Bibliothek gehen. Ne? Aber ich meine, ich lese es ja privat, wenn ich privat spiele, dann lese ich ja auch solche Sachen. Aber hier im Stream ist es, glaube ich, angenehmer, wenn wir mehr Spiel sehen wie Bücher. Oder seid ihr da anderer Meinung? Also könnt ihr mir ja mal sagen. Aber ich meine, wir waren letztens, glaube ich, alle einer Meinung. So, ich schaue nur noch mal, ob ich irgendwo was finde wegen dem Safe. Da oben liegen noch Sachen. Da oben sind 2 Leute sogar.
Unten im Keller scheint niemand zu sein. Okay. So, la 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 la. Was war das? Hat sie eine Tür geöffnet von alleine? Na, selbst automatisch öffnende Tür. Für das Zeitalter ist ja unglaublich. Da liegt was. Hier hatten wir die hingelegt gehabt, auf diesem Klo, auf diesem Pissbecken hier. Ich kann mich entsinnen. Also war, ist noch gar nicht so lange her. Das Buch lag aber letztes Mal, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, das dritte Gebot, doch, stimmt. Das hatten wir auch schon gelesen gehabt. Da ist noch eine Münze. Liegt da was mit... Nee. Das mit dem Safe muss eine ganz kurze Nachricht sein, eigentlich. Wo dann drin steht, irgendwie will der einen Anteil haben, willst, bla 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 bla, dann musst du das und das machen. Da können wir noch die Bolzen diesmal mitnehmen. Wir haben ja aufgerüstet, unsere Bolzen. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle. Ist ein guter Zeitpunkt, denn wir haben ja schon. Wir haben schon nach 9. Ich glaub's ja nicht. Machen wir an der Stelle eine klitzekleine Pipi- und Pupu-Pause, Schipsel-Pause, Trinkel-Pause, Raucher-Pause. Für dich auf YouTube geht's gleich in der nächsten Folge weiter. Und machen wir erstmal hier eine Folgenpause für dich.